So ein Hinterhälter, das kann's doch nicht geben. Bamba, jetzt hat der Hinterhälter mir auch diesen fetten Bissen weggeschnappt. Oh. Honig. Wisst ihr, Leute, das Unbequemliche an diesen Flügen nach Süden ist, dass dabei niemals kleine Imbisse serviert werden. Na, wer sagt's denn? Kaum zu glauben, Frösche. Den Fetten werde ich als Hauptgericht schlucken, den Dünnlichen als Nachtischdessert. Ich tanze niemals nicht so gerne aus der Reihe, aber Flug ist Flug und Frosch ist Frosch. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Ein manierlicher Frosch ist nie ungehobelt gierig. Uiui, Sancho, ich verspreche dir, dass ich dir niemals wieder eine Fliege wegschnappe. Die Abmachung gilt. Wenn ein Tier Flügel hat, ist es meins. Es ist mein Happen. Sieh. Oh, oh, da kommt ein gewaltiger Happen. Und der gehört ganz allein dir. Umso gewaltiger, desto besser der Happen. Karamba! Wenn die Flügeltiere Federn haben, gehören sie dir. Del Rio City Müllplatz. Ui, wunderherrlich, ein sehr umfangreicher Müllhaufen. Hier müssen sich alle Fliegen versammelt haben. Weshalb sollte ich sonst mit dir hierher wandern? Hier haben die Fliegen ihre Fliegenkongresse. Sancho, sag mal, wem gehört das? Gar keinem gehört das nicht. Du weißt, ich kann mir so viel Fliegen schnappen, wie ich mir schnappen kann. Pancho, wenn du mit mir verreist, verreist du erster Klasse und das alles zum 0,0 nichts, Tarif. Das gibt es nicht, alles für uns und keine Mitfresser. Ach du liebe Feuerbohne, Sancho! Hey Sancho, da ist jemand in dem Ding da drin. Der wollte mich anspringen, der hat ein Messer gezogen so lang. Und wie sieht der Kerl aus? Mächtig dümmlich sieht er aus und reichlich magerlich. Dümmlich und magerlich? Keine Angst, keine Angst, den werde ich mir vornehmen. Komm, Karamba, ich hab doch keine Angst, nicht vor einem magerlichen... Halt, stopp! Der Bursche ist ja fett und völlig ein ekliger, gemeiner Typ. Dieser Hinterhälter, dieser Pancho wollte mich leimen und mir einen Haufen Ärger verschaffen. Pancho soll diese trübe Suppe gefälligst allein auslöffeln. Holla! Meine zwei beiden appetitlichen Froschhappen. Bin gespannt, was die hier abziehen. Hier, du kannst ihn dir vornehmen. Ist ja dein Feind, den will ich dir nicht wegschnappen. Aber muss ich das unbedingt? Klar musst du das. Ist eine gewaltige Ehre, weißt du, und die Ehre will ich dir nicht wegnehmen. Nett von dir. Den werde ich gleich 3-4 fertig machen. Holla, Nummer 1 kommt angetragt. Hey, du Würmling, pass auf. Weißt du was? Hab gehört, deine Mama soll dich immer zu heiß gebadet haben. Ich klopfe die Dinger immer erst ein bisschen weich, bevor ich sie auffuttere, wisst ihr? Gütige Feuerbohne, das ist ein unfreundlicher Hombre, ich habe Angst vor dem. Ach was, wir sind zwei, das ist bloß ein einzelner Typ. Den werden wir vertreiben. Machen wir, ein riesiger Einfall. Oi. Platz nehmen zum Mittagessen. Achtung, Futtermarsch. Vorwärts, volle Flucht voraus. Guck dir mal den an. Sowas, ich lach mich komplett schief. Sowas Oberulkiges habe ich noch nie nicht gesehen. Das ist wohl wahnsinnig witzig, was?
Diese verdummten, froschköpfigen Krötenunken. Ihr werdet von mir gleich was zum Lachen bekommen. Sollte ich nochmal einen Film machen mit diesen heimtückischen Froschköpfen, lese ich mir vorher aber erst das Drehbuch durch.